Servus Leute, heute reden wir mal ein bisschen über Probleme, die in der Vergangenheit aufgetreten sind bei Fahrrädern, die mit einem Bosch-System ausgerüstet sind. Ich hatte ja schon mal in der Vergangenheit ein Video dazu gemacht, jedoch ist das ja schon ein bisschen her, darum wollte ich doch einmal eine Auffrischung dazu machen. Vielleicht auch einmal dazu gesagt, ich selber bin nicht Bosch. Ich bin einfach nur ein Zweiradmechaniker und spreche hier über die Probleme, die wir hier in der Werkstatt in der Vergangenheit hatten. Wer da ganz persönliche Probleme mit dem Unternehmen Bosch hat, der braucht nicht rumbeleidigen unten in den Kommentaren. Der darf sich gerne bei Bosch mal selber melden. Die haben auch E-Mail-Adressen, wo man sich da gerne mal dran wenden kann. Wenn du da deine ganz eigenen Erfahrungen bzw. auch Probleme hattest mit so einem System, dann schilder sie doch gerne unten in den Kommentaren. Aber wie immer, bitte nicht beleidigend. Grundsätzlich merkt man bei Bosch, dass die Entwicklung einfach nicht stehen bleibt. Wir haben in der Vergangenheit doch sehr, sehr wenig Serienprobleme. Das sind vielmehr so einzelne Fälle gewesen, wo hier mal was war, da mal was war. Aber im Großen sind diese Serienschwierigkeiten doch weitestgehend ausgemerzt. Daher habe ich hier jetzt auch mal ein paar Probleme mit reingenommen, die nicht direkt von der Firma Bosch ausgehen, sondern vielmehr mit dem System, mit dem kompletten Fahrrad, welches mit dem Bosch-Antrieb ausgerüstet ist. Ein relativ klassisches Problem besteht halt immer noch, ist bei dem zweite Generation Bosch-Motoren. Dabei ist es egal, ob es jetzt ein Active-Line, Performance-Line, Performance-Line CX ist, sind einfach hier Lagerschäden. Das ist das Lager, welches hier hinter dem Kettenblatt sitzt. Da kann es leider passieren, dass da Feuchtigkeit reinkommt. Und wir wissen, Feuchtigkeit bzw. Nässe in einem Lager, das sorgt nun mal für Oxid. Damit meine ich halt auch wirklich Rost. Und dann geht so ein Lager gerne mal kaputt. So, Bosch hat natürlich auch probiert, auf dieses Problem zu reagieren. Und die haben dann so eine kleine Schutzring entworfen, der hier einmal reinkommt. Dieser Schutzring ist einmal wichtig, dass er mit Fett eingesetzt wird, mit dem originalen Bosch-Fett, da sich das auch mit dem weiteren Innenleben verträgt. So, beim einmaligen Einsetzen ist es allerdings nicht getan. Dieses sollte man doch gerne mindestens alle 2 Jahre einmal runternehmen, sauber machen und neues Fett mit rein, wenn nicht sogar häufiger. Gerade wenn man viel im Gelände unterwegs ist mit einem Mountainbike oder das Fahrrad danach auch gerne mal mit einem Wasserstrahl wirklich sauber macht. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass doch eher die wirklich Mountainbikes, die auch wirklich hergenommen werden, davon betroffen sind. Bosch bietet zwar für einige Motoren ein Revisionskit an, passt allerdings nicht bei allen Motoren. Davon ist in erster Linie die Performance Line oder die meisten Performance Line Antriebe sind da drin eingeschlossen. Für die geht das. Für Active Line ohne Rücktrittbremse geht das auch. Jedoch für die Antriebe, die da meistens von betroffen sind, ist ja nun mal deine CX Line, da Mountainbike, die sind da drin ausgeschlossen. Jedoch, wenn man das für sich selber macht und man hat handwerklich was drauf, dann kann man auch durchaus sich dieses Revisionskit holen und tauscht einmal die defekten Teile da drinne aus. Das kann man wohl machen. Offiziell darf man dieses jetzt so eigentlich nicht machen. Da man dieses gar nicht so offiziell machen darf, bieten wir dieses natürlich so auch nicht an. Ich kann es wirklich nur empfehlen, achtet auf diesen Ring, dass er drinne ist, und regelmäßig ausbauen und dann gerne mal einfetten. Das kann schon einiges verbessern dabei, dass man sich vor diesen Schaden schützt. Die vierte Generation dagegen hin ist deutlich besser abgedichtet auf der Achswelle. Daher ist damit nicht zu rechnen, dass da dasselbe Problem auftreten wird. Ein weiteres Problem, welches wir in der Vergangenheit schon sehr, sehr viel hatten, leider Gottes sehr viel, ist ein vorzeitiges Akkusterben bei Bosch-Akkus logischerweise. Bei denen, die davon betroffen sind, tritt es jedes Mal auf, dass nach dem Laden, also ich hänge meinen Akku einmal ran ans Ladegerät, lade den auf, nehme den im Anschluss runter und will ihn benutzen und der Akku reagiert gar nicht mehr.
weder auf den Taster noch auf mein Diagnosetool gar nichts mehr. Da ist einfach eine Schutzfunktion ausgelöst auf dem BMS. Und dann kann ich auch schon mit diesem Akku wirklich gar nichts mehr anfangen. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der auch so ein BMS dann wieder instand gesetzt bekommt. Jedoch solange es innerhalb der Garantie oder Gewährleistungszeit ist, wird das ja auch problemlos von Bosch ersetzt. Die Ursache dafür, habe ich mir sagen lassen, sind die Zellen im Akku selber. Bosch kauft diese Zellen ja auch zu und das ja mehr als von einer Firma. Und dann gab es da wohl Probleme mit den Toleranzen dieser Zellen. Und da kam die Software des BMS nicht so mit klar und hat dann halt beim Laden diese Schutzfunktion ausgelöst. Was dabei ganz, ganz wichtig ist, aktuell ist dieser Fehler scheinbar behoben. Daher sollte man tunlichst darauf achten, dass der Akku auf den aktuellsten Softwarestand ist. Das kann man schlecht selber machen, das müssen wir als Fachhändler, also unter anderem auch uns, können dieses einmal auf den neuesten Softwarestand bringen, beziehungsweise einmal nachschauen, ob es auf den aktuellsten Softwarestand ist. Drum kann ich nur jedem empfehlen, kontrolliert das einmal, ob euer System da auf dem aktuellsten Stand ist, nicht, dass man so eine Probleme dabei bekommt. Da wäre ja das Schöne, was Bosch jetzt herausbringt, ist dieses Smart-System. Und da könnt ihr sogar selber eure Systeme updaten, einmal auf den aktuellsten Softwarestand bringen. Das würde deutlich im Markt deutlich schneller gehen, dass alle Fahrräder auch die aktuellste Software-Variante haben, dann wird man so ein Problem deutlich besser eindämmen können und auch so manchen Ärger einfach vermeiden können. Also wie gesagt, achtet da einmal drauf, dass das System auf den aktuellsten Softwarestand ist. Ein weiteres Problem, was wir in der Vergangenheit gerne mal hatten, beinhaltet Systeme mit dem Intuvia-Display. Und zwar sind es sporadische Aussetzer. Wir hatten zwar auch schon vor einigen Jahren ein sehr, sehr ähnliches Fehlerbild gehabt. Und zwar auch, dass das Fahrrad sporadisch aussetzt und wir haben keinen Fehlercode, auch bei uns in der Diagnose nicht. Früher war es ja ganz gerne, dass es das BMS im Akku ist. Das hatte so ein bisschen, manche Akkus hatten ein bisschen Schwierigkeiten mit dem 5-Volt-System gehabt. Und da ist das Fahrrad auch kurz ausgegangen. Jedoch der Unterschied ist, bei dem, wenn es das Problem mit dem Akku ist, geht das Fahrrad eigentlich immer wieder sofort wieder an, von ganz alleine. Während wir über das Problem, was ich heute sprechen möchte, das Fahrrad einfach ausgeht und es bleibt auch aus. Ja, wie gesagt, das sind Fahrräder, die in erster Linie mit dem Intuvia-Display ausgerüstet sind. Was ich sehr, sehr häufig beobachte, ist die Akkuzelle. Also hier ist eine kleine Akkuzelle verbaut und wenn die relativ schwach ist, dann kann es da tatsächlich auch mal gerne zu Problemen kommen. Ich kann es nur empfehlen, dass man, wenn man da mal ein Problem hat, einfach mal hier ein Mini-USB-Kabel anschließt, ran an den PC, einfach mal für eine Nacht lang da dran hängen lässt. Tritt ganz gerne auf, wenn das Fahrrad eine längere Zeit steht, gerade Winterpause, 2-3 Monate, ist ja ganz gerne mal der Fall. Und dann kann es wirklich sein, dass die Akkuzelle hier drinne relativ schwach ist. Des Weiteren kann natürlich auch sein, wenn so eine Akkuzelle mal defekt ist, dass es da auch Probleme gibt. Jedoch das, worüber ich eigentlich reden wollte, ist, ich beobachte das ganz, ganz stark bei den KTM-Rädern in den letzten Jahren. Gerade dort hat dies vermehrt gehabt, dass die Fahrräder sporadisch aussetzen, halt dieses Fehlerbild schmeißen. So, das, was mir dabei aufgefallen ist, ist der Displaysockel und das Display. Sobald ich eine Komponente von den beiden getauscht habe, war das Problem immer weg. Es langte eine Komponente davon. Scheinbar ist da eine Verspannung aufgetreten und aufgrund dessen es tatsächlich dazwischen Kontaktprobleme gab. Und aufgrund dessen es einfach ausgefallen ist, das Fahrrad. Natürlich ist es das Einfachste, denn einfach den Displaysockel zu tauschen, der, selbst wenn es außerhalb der Garantie ist, der ist relativ günstig und kann man auch relativ leicht selber tauschen. Es sind insgesamt 12 Schrauben. Einmal hier unten den Anschluss für das Motorkabel
Und natürlich auf der anderen Seite einmal die Bedieneinheit, je nach Wahl, welche das dann ist. Das, was mir halt daran aufgefallen ist, KTM ist jetzt der einzige Hersteller, den wir führen, die das Display einmal sichern. Wir können das Display ja mit einer kleinen M3x8 Schraube, meine ich, war das, können wir es gegen Diebstahl sichern, wird das Display einmal draufgesteckt und von hinten einmal kurz verschraubt. Als Mechaniker bin ich da gar kein Freund davon. Es kann sich hier zwischen auch mal ein bisschen Dreck oder ein bisschen Feuchtigkeit sammeln. Und um diese wegzukriegen, kann man beim normalen Fahrrad einfach mal das Display abnehmen, kurz drüber wischen, Display wieder drauf und gar kein Problem. Und zudem, es ist ja zwar gegen Diebstahl ein wenig geschützt, aber nicht vor Vandalismus. Wie gesagt, ich persönlich bin da kein Freund davon und verwenden diese Diebstahlsicherung. Des Weiteren kann so ein Problem natürlich auch auf anderen Sachen zustande kommen. Und zwar sehr, sehr häufig sehen wir auch hier, da unten sind so eine Gummis drinne. Da sitzt es auf dem Lenker auf. Und wenn man sich so ein Gummi hier, so wie dieses, das ist das beste Beispiel, sich mal anschaut, so kommen die teilweise einfach vom Hersteller geliefert, dass die einfach da drinnen nicht sauber liegen. Natürlich kann dieses hier Verspannungen auf den Displayhalter erzeugen, wodurch es tatsächlich zu Problemen kommen kann. Und beim Lenker. Der Lenker ist ja natürlich gerade in dem Bereich ein wenig konisch. Auch da, wenn der Lenker zu früh konisch wird und ich ziehe den Halter ordentlich an, dann kann er natürlich auch den hier machen und kriegt dann hier oben Kontaktprobleme. Und auch mit dem Anzugsdrehmoment der Schellen unten sollte man es wirklich nicht übertreiben. Fest ist fest und gut ist. Hier auch bei sowas weiß ich nicht, wie ich mich da die Schuld geben sollte. Den Bosch, glaube ich, trifft es da die geringere Schuld. Das ist dann oft eher die Montage des Displayhalters. Bevor wir den doch ganz weglegen, was ich ein paar Mal hatte, aber es ist wirklich Einzelfälle, ist, dass diese Kontakte sich hier drinnen lösen. Die sind auf der Rückseite federbelastet. Und wenn die sich lösen und ich nehme Display ab, dann kann so ein Ding tatsächlich mal rauskommen. Sehr ärgerlich. Gott sei Dank tritt dieser Fehler nicht sehr häufig auf. Jedoch passiert das schon mal, dass es so einen Fehler auch gibt. Und wo wir noch gerade beim Entuvia bzw. Entuvia Display Halter sind, die Bedieneinheit davon. Mit der haben wir ungefähr genauso häufig Probleme wie diese rausfliegenden Stifte, aber es tritt halt mal auf, ist, dass die Tasten nicht mehr richtig funktionieren. Und zwar passiert dann einfach eine Sache, relativ simpel, dass zwei Tasten davon nicht mehr funktionieren, beziehungsweise als Beispiel die Minus-Taste funktioniert, die beiden anderen Tasten jedoch nicht. Und als Beispiel, ich drücke die Plus-Taste und eigentlich macht er dann Minus, also er geht dann in der Unterstützungsstufe runter. Oder auch, ich drücke Minus und dabei drückt er eigentlich die Info-Taste. Klingt jetzt als solches eigentlich nach einem kleinen Problem, da man dieses relativ simpel tauschen kann. Es gibt es ja Gott sei Dank einzeln, nicht so wie bei anderen Herstellern. Jedoch, das Problem ist, wenn ich unterwegs bin und ich kriege dann keine Unterstützung mehr, wäre doch ein bisschen blöd. Ein weiteres Problem hatten wir auch noch mit dem Tuvia-Display, und zwar Kontrastprobleme. So wie dieses Display hier funktioniert jetzt einwandfrei. Was heißt Kontrastprobleme? Ist einfach, dass man anfängt, auf dem Display nichts mehr erkennen zu können. Dass quasi alle Zahlen aufleuchten und dass die helle Fläche des Displays auch zum Teil wirklich dunkler wird. Und wenn dann die Sonne unschön steht, dann kann man zum Teil wirklich gar nichts mehr drauf erkennen. Und da sind einige Displays dabei gewesen, die wirklich diese Schwierigkeiten hatten, nun bei Weitem nicht alle, aber grundsätzlich, wenn man hinten auf die Seriennummer schaut, dann endet die, so wie hier, mit D6 und diese Displays, die davon betroffen waren, die enden dann entweder mit D6 oder mit D7. Das heißt ja allerdings nicht, dass alle
die damit enden, diese Probleme haben. Wir sehen ja auch hier, habe ich ein Display, das ist bei Weitem kein neues Display. Das ist mein Werkstattersatzdisplay hier. Das hat die Endung D6 am Ende und das läuft einwandfrei. Jedoch bei denen hatten wir es das häufigeren gehabt, dass wir dieses Kontrastproblem hatten. Ein Problem, welches in der letzten Zeit doch vermehrt auftritt oder immer häufiger wird, sage ich es mal so, vom Speedsensor, Kabelbrüche. Hier muss ich Bosch wirklich in Schutz nehmen, das trifft leider Gottes nicht nur Bosch, es trifft auch andere Hersteller. Und zwar wird das Kabel eingequetscht zwischen Motor und Motorinterface. Motorinterface ist nun mal das Bauteil vom Rahmen, wo der Motor einmal drinne sitzt. So, und diese Motorinterface, die werden ja immer enger konzipiert und immer weniger Platz, erst recht für Fehler. Und es passiert halt schon mal, dass auch vom Werk original, vom Fahrradhersteller, das Kabel einfach einen halben Zentimeter weiter links, weiter rechts liegt und schon hat es Feindkontakt mit dem Motor und wird da einfach zerdrückt. So, und dieses Problem tritt nicht zwingend gleich auf, sondern das Problem kann auch erst nach einer längeren Zeit auftreten. Natürlich arbeitet das dort unten alles. Und das wirkt immer mehr und mehr Druck auf dieses Kabel aus, wenn es da in der Quere ist. Und da kann es auch deutlich später erst zu diesem Problem führen. Grundsätzlich bemerkbar macht sich das, indem ich keine Geschwindigkeitsangabe mehr im Display habe oder gar sogar sie schwankt sehr massiv. Aber das ist ein Problem, welches wir immer mehr und mehr beobachten können. Wie gesagt, Schuld ist in meinen Augen definitiv die zu eng gewählten Motorinterfaces, dass da wirklich keine Toleranzen mehr drinne sind. Im vorletzten Jahr hatten wir gerade bei dem Hersteller Highbike Probleme gehabt. Highbike dann ausgerüstet mit dem vierte Generation CX-Line Motor. So schaut das Ding aus. Schön, leicht, kompakt. Wirklich eine schöne Sache, was die da gemacht haben. Und zwar sitzt hier einmal das Kettenblatt drauf. Und bei den Highbikes hatten wir dann leider Gottes ab und zu mal gehabt, dass sich diese Kettenblätter gelöst haben. Ist natürlich unschön, dass dieses Kettenblatt mit einmal Spiel kriegt. Das kann ja sogar Feinkontakt zum Rahmen dabei kriegen und da wirklich unschöne Kratzer reinmachen. Was ich dabei beobachtet habe, dass Highbike keine Gummiringe verwendet hat. Als solches ist es eigentlich richtig, dass einmal das Kettenblatt, das ist in dem Fall halten wir uns beide, stellt euch einfach das richtige Kettenblatt dazu vor. Das sitzt hier drauf, das geht sehr streng da drauf. So. So, also die gehen wirklich sehr streng drauf. Und dann kommt eigentlich dort einmal so ein kleiner Gummiring mit drunter und erst dann kommt der Verschlussring da drauf. Das Ganze lag definitiv nicht dran, dass diese Kettenblätter nicht richtig festgezogen waren. Die sind größtenteils auch dort. Also wie gesagt, ich habe auch Probleme gehabt, wo das Kettenblatt wirklich schon vorher kontrolliert wurde, dass es fest ist. Und auch da hat sich das Kettenblatt gelöst. Wie gesagt, das, was mir aufgefallen ist, dass Highbike da leider Gottes diese Gummiringe nicht mit drunter gepackt hat. Aber bei denen Gummiring drunter und da ist nie wirklich mehr was gewesen dabei. Auch da, wie gesagt, in meinen Augen trifft da nicht Bosch die Schuld. Probleme hatten wir zudem mit Akkuschlössern. Und auch hier definitiv ist die Schuld nicht bei Bosch zu suchen. Es sind halt Systeme, die mit einem Bosch-System ausgestattet sind. Und zwar betrifft es eher den Schlosshersteller Arbus. So sieht so ein Schloss aus. Es waren auch immer die integrierten, also wirklich dieses Akkuschloss. So eins ist davon betroffen. Was ist da passiert? Es ließ sich einfach nicht mehr aufsperren. Wirklich sporadisch. Es geht im einen Augenblick wirklich sehr, sehr gut. Merkt man gar nichts, läuft wirklich perfekt. Und im nächsten Augenblick lässt sich das Schloss einfach nicht mehr aufsperren. Davon habe ich im letzten Jahr leider Gottes einige von tauschen müssen,
ein bisschen ärgerlich, dass sowas auftritt, gerade bei so einem Hersteller wie Airbus, dem man doch sehr vertraut. Aber auch hier ein Problem, was doch recht gut zu lösen geht. Abschließend möchte ich noch dazu sagen, dass die Probleme, die wirklich von Bosch ausgehen, immer weniger werden, die werden immer besser ausgemerzt. Allein wenn wir uns den vierte Generation CX-Line Motor ansehen, kann ich sagen, wir haben davon einige laufen, genau zwei Stück habe ich bis jetzt ausgetauscht. Und davon war nur einer der Fall, dass tatsächlich im Motor etwas nicht gepasst hatte. Der zweite Motor war vielmehr unser Fehler. Und zwar ist so ein Gewindestück von dieser Halteplatte kaputt gegangen. Da hat scheinbar ein Kollege die Schraube ein wenig schief angesetzt und dabei das Ding leider kaputt gemacht. Was man da Bosch vielleicht ein bisschen ankreiden könnte, ist, diese Platte ist bei dem vierte Generation normalen CX-Line nicht austauschbar. Aber auch dieses wird mit der nächsten Generation, also mit dem Smart-System, besser gemacht. Das Smart-System-Motor sieht im Prinzip genauso aus, hat bloß andere Stecker nachher. Also wie gesagt, das ist jetzt noch der normale CX-Line. Bei dem Smart-System ist es so, dass diese Platten auch wieder auszutauschen geht. Finde ich als solches ein wenig merkwürdig, warum das hier nicht auch gleich so gemacht wurde. Abschließend möchte ich wirklich Bosch auch mal ein wenig loben. Man hackt auf die ja immer so viel rum. Und zwar ist es der Support von deren Seite aus. Der sucht wirklich seinesgleichens. Der ist wirklich hervorragend. Es macht auch für mich in der Werkstatt richtig Spaß und haben so einen Partner an der Seite. Bei uns in der Fahrradbranche gibt es da wirklich kaum einen besseren Support als den Bosch uns da bietet. Da könnte sich auch der ein oder andere Hersteller mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, so viel dazu. Wenn ich mir mal eine Anmerkung erlauben darf, ist es, das betrifft nicht nur Bosch, das betrifft eigentlich alle Elektromotorhersteller, die einen Mittelmotor anbieten. Ich weiß, einen Hersteller gibt es, der macht das bereits schon. Und zwar würde ich mir wünschen, dass die Schaltung zukünftig im Motor ist, dass wir hier drinnen ein wirklich stabiles Getriebe drinnen haben mit einer Flüssigkeitsschmierung, so dass wir auf unsere Kettenschaltung hinten gerade im sportiven Bereich verzichten können. Und dann die Schaltung einfach im Motor selber haben. Dass dann halt nur noch eine Primärübersetzung zum Hinterrad geht, worüber ich meinen gesamten Bereich einmal einstellen kann. Jedoch einmal feste Vorgabe vom Getriebe denn im Motor hätte. Wenn sowas dann auch noch flüssigkeitsgeschmiert ist, also nicht reinweg über Fett, sondern wirklich mit Öl, dann ist sowas auch sehr, sehr lange haltbar. Und wir bräuchten bei der Kettenschaltung wirklich nicht mehr diese Feinketten, sondern können sehr stabile auch O-Ring-Ketten fahren. Natürlich spricht der ein oder andere auch gerne mal dann von einem Riemenantrieb. Vom Riemen bin ich jetzt nicht so persönlich der Freund, aber das mal einen anderen Tag. Wenn so eine Sache wirklich in den Großserien mal umgesetzt werden würde, würde mich das sehr, sehr freuen. Es würde einfach die Kettenschaltung absolut entlasten. Wir bräuchten nicht mehr diese filigranen Schaltungen, die ja auch bei Dreck, Schmutz und erst recht auch Verschleiß doch anfällig sind, und hätten hier wirklich eine simple Primärübersetzung nach hinten laufen und der Rest läuft alles vorne über dem Motor. Das meine ich dann so ähnlich wie mit dem Pinion-Getriebe, welches es ja auch gibt. Wie gesagt, sowas stelle ich mir kombiniert vor, so ein Elektromotor und dann einmal so ein kleines Getriebe mit drin. Jedoch, das ist absolute Zukunftsmusik und vielleicht auch von mir nur ein kleiner Hirngespinst. Ja, das soll es auch wieder für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nichts weiter vergessen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, ciao!